So, dann ist er... Ne, Quatsch, die andere ist ja auch hier. Das ist so verwirrend mit den ganzen 1000 Räumen hier drin. Das ist... Boah. Bam, 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 bam. Tschüss. Dum, 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 dum. Hier diese Licht, guckt es. Hell? Guckt ihr das? Oh mein Gott, ey, ich bin so verpeilt. Da kommt der nächste Ausgang. Guckt ihr das, ist voll gut hell. Ja, ja, ich weiß. So, jetzt sind wir mal richtig hier. Bewegen uns nach hier. Und das war, glaube ich, die Toilette. Welche Geschwindigkeit, die auf dir vorrennt. Nee, nicht Toilette. Das war Toilette? Toilette. Nee, ist auch nicht die Toilette. Das ist das Bad. Bam. Ja, bin ich bekloppt? Das ist die zweite Toilette. Nee, es gab noch eine dritte Toilette. Wo ist die dritte Toilette jetzt? Ja, ne, wo ist die dritte Toilette? 1, 2, 3. Bin ich blöde? Also hier ist keine Toilette. Wo war denn die dritte Toilette? Boah, immer so lange gespielt. Ist echt krass manchmal. Hier ist Poki und Hoki und Moki und Choki. Komoloki und dann müssen wir hier nochmal rein. Und los geht's. Ich würde mal gerne wissen, wo diese peruanischen Bernsteinminen sein sollen, die eigentlich für den Professor Nock gedacht waren. Was der da als peruanische Bernsteinmine angesehen hat. Da wäre ich ja gespannt. Da kommt der nächste Ausgang. So, gehen wir mal hoch. Wo ist denn sie? Da und da auf jeden Fall nicht. Das heißt, wir gehen nach oben. Nach oben wird man dich loben. Hier ist auch nichts. Und auch hier ist niemand. Und da hinten geht es dann zu der Versammlung. Da ist auch keine Toilette. Gehen wir mal nach oben. Ach klar, natürlich. Die Toilette ist doch genau neben dem. Ey, jetzt bin ich einmal ganz komplett im Kreis rumgerannt, nur um wieder hier zu sein. Dann das ist... Hier hinten ist die Toilette. WC steht auch ganz groß dran. Manchmal, ne? Ach so, alles klar. Hey, lass das. Mist. Der Schlüssel hängt am Gürtel fest. Ich muss mir was anderes einfallen lassen. Ach so, natürlich. Dann nehmen wir jetzt mal dampfenden Topf. Nee, erstmal Tonmasse. Tonmasse mit Schlüssel. Ich glaube, so könnte ich einen Abdruck machen. Wow, das hat ja richtig geklappt. Ich bin Sherlock Holmes. Du bist Watson. Ich bin Holmes. Ich bin Holmes. Du bist Watson. Nein, du bist Watson. Ich bin Holmes. Was ist denn da draußen los? Ich bin Holmes. Und du bist Inspektor Clouseau. Abgemacht. Okay, wir haben jetzt also einen Schlüsselabdruck und gießen da das oh je. Rein. Die Form muss ja erst noch gebrannt werden. Eieiei, und das Gold ist schon geschmolzen. Na dann mal los, Edna. Ach so, alles klar, okay. Dann gehen wir hier, lassen den seinen Dünnpfiff auf der Toilette verrichten. Und wir bewegen uns in Richtung Kessel. Den wir von hier eigentlich erreichen sollten. Da 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 lo, lo, lo. So, jetzt müssten wir eigentlich von hier aus in die Kessel gegenkommen.
Oh, eine Geschwindigkeit. Acht mehr runter. Runter. Und geht zur Tür. Dum, 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 dum. Yeah, und jetzt kommt diese Form da rein. Okay. Klack. Ach geil, wie sich die Form komplett verändert hat. Dann nehmen wir jetzt die Topflappen und holen das wieder raus. Das sollte klappen. Klack. Jetzt tun wir das da rein. Und... Mein Generalschlüssel ist deutlich cooler, aber ich muss ihn noch irgendwie aus der Form rausbekommen. Ach so, alles klar. Tim. Erst einmal sollte die Form ein wenig abkühlen. Ach, alles klar. Uns... Nee. Alles klar oder nicht alles klar? Ich weiß es nicht. Bevor ich jetzt irgendwo auf falsch hinrenne. Form abkühlen lassen. Wo könnte ich die Form abkühlen lassen? Am Wasser. Ach, natürlich, das halte ich in das Waschbecken. Natürlich, okay, gut, dann halte ich das in das Waschbecken. Edna, bitte einmal die Treppe hinauf. Genau diese Treppe. Du bist ein Held, Edna. Ein Held, Edna. So, dann gehen wir mal einmal hier lang. Dum, 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 dum. Ich finde das so wie süß, wie sie die ganze Zeit den Harvey an den Ohren festhält. Wie so ein kleiner Freund, den man auf jeden Fall nicht verlieren will. Oh, wie süß. So. Dann geht's nochmal hier Hälse. Und zum WC. Und jetzt halten wir das da unter das Waschbecken. Okay. Cool. Das Wasser hat das flüssige Gold abgekühlt. Gut, und jetzt kann ich... Boing. Damit sollte ich den Schlüssel frei bekommen. Yippie! Ich hab's geschafft. Mein eigener Generalschlüssel. Auch gut, dass sie das genau hier so sagt. Generalschlüssel. Und ja, wir können jetzt anscheinend die Türen endlich öffnen. Hey, juhu. Oh, das hat aber auch ewig gedauert, ey. So, runter hier. Ich weiß gar nicht, ob das überhaupt so eine gute Idee ist, den Generalschlüssel zu öffnen, mit alles zu öffnen, aber gut, wir machen es einfach. Ja! Yay! Wunderschön. Dann wäre die erste Tür offen, dann Generalschlüssel für die zweite Tür. Ja! Tür offen. La 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 la. Wunderschön, wenn die ganzen Türen aber mal offen sind. Die Tür geht nicht auf, aber hier hinten war noch eine. Obwohl ich nicht glaube, dass die aufgeht damit. Ja. Oh, doch. Oh, oh, oh. Ich bin endlich frei. Yippie! Dann lass uns in den Zoo! Das geht nicht, Harf. Ich muss die Beweise finden, die meinen Vater entlasten. Dann hoffe ich, die Informationen sind innerhalb dieser hohen Mauern da. Was? Mist. Gleichzeitig? Oh, oh, wer kommt denn da an? Auch geil, wie dieses Auto mit einem Schlag umgedreht hat. Was ist los? Warum wird nicht gegessen? Herr Doktor, es gibt Probleme. Holger und Stiesel werden vermisst. Ach, das eine Problem habe ich gerade gelöst. Herr Doktor, eine Katastrophe! Ender ist ausgebrochen! Stiesel. Wie oft sind uns schon Patienten aus ihren Zellen entwischt? Sie meinen am Tag? So drei im Durchschnitt. Und wie viele davon sind über die Mauern entkommen? Naja, keiner. Keiner? Richtig.
Der einzige Weg rein oder raus ist durch das Haupttor. Und selbst wenn sie einen Weg findet, das Tor zu öffnen, ohne Transportmittel kommt sie keinen Kilometer weit. Sie ist noch irgendwo auf dem Gelände. Durchsucht die Stockwerke, einzeln, und führt endlich die Patienten zum Essen. Oh mein Gott, jetzt geht's ja hier richtig scharf. Der Doktor ist wieder da und wir werden gesucht. Hulululalilala. Hui, haben wir jetzt eigentlich drin alles gemacht? Ich kam so schnell vor, wir waren auf einem Schlag draußen und blub, alles fertig. Tja, Poki. Ja, ähnlich brutal wie der Generalschlüssel, den man in der Beschäftigungstherapie nicht mitnehmen konnte, hatte ich auch für diesen Raum eine Idee, um den Spieler nochmal so richtig schön zu frustrieren. Und zwar ist das ja der erste Raum, den man sieht, das erste Stück Freiheit, das erste Mal, dass man halt aus der Anstalt raus ist. Nicht genug, dass sobald Edna einen Schritt vor die Tür macht, Harvey sie auf das nächste Hindernis, und zwar auf die hohen Mauern mit dem Stacheldraht aufmerksam macht, sondern neben der Tür stehen auch zwei Mülleimer mit ganz vielen nachgemachten Generalschlüsseln. Also Edna ist wirklich nicht die Einzige, die so weit gekommen ist. Das haben schon viele geschafft. Offensichtlich ist die größere Schwierigkeit, über die Mauern zu entkommen. Tja, wenn sich der Spieler jetzt eingebildet hat, er hätte was Großes erreicht, wird ihm hier so richtig mit dem Vorschlaghammer einen Dämpfer verpasst. Sofern man überhaupt einen Dämpfer mit Vorschlaghammern verpassen kann. Darüber werde ich im Kommenden nochmal nachdenken. Na dann, denke mal drüber nach, Pugi. Und ja, dann sehen wir das gleich mal an hier. Hä? Ach, Deckel, okay. Ansehen, Deckel. Genug gedeckelt. Das war schlecht. Reden. Müsst ihr mich mit eurer Anwesenheit so deprimieren? Achso, das ist ja neu. Ansehen. Sehr lustig. Irgendwer da oben spielt mit meiner Motivation. Nehmen? So einen hab ich schon. Benutzen? Irgendwie sagt sie jetzt gar nicht, dass der Generalschuss... Ich habe meinen eigenen. Hä? Müsst ihr mich mit eurer Anwesenheit so deprimieren? Sehr lustig. Irgendwer da oben spielt mit meiner Motivation. Die sagt gar nicht, dass da sehr Generalschlüssel drin sind. Nehmen, Deckel. Ansehen. Das ist irgendwie ernüchternd. Ich wünschte, ich hätte diese Tonne niemals geöffnet. Nehmen. So einen hab ich. Okay. Reden mit der Tonne hier. Nicht mit der Wand, Edna. Mit der Tonne. Müsst ihr mich mit eurer Anwesenheit... Generalschlüssel. Das ist echt ein bisschen bitter. Naja, okay. Limousine, Tür ums Haus, Garage. Ansehen, Garage. Ansehen, Garage. Ansehen, Garage. Ansehen. Ist die verarscht jetzt? Garage. Achso, ich muss in die Garage rein direkt. Okay, Poki, was hast du jetzt zu sagen? Ja, dieser Raum ist eigentlich sehr funktionell und schlicht gestaltet auf den ersten Blick. Darum habe ich auch gar keine guten Geschichten zu diesem Raum, die nicht schon das ein oder andere Rätsel hier spoilern würden. Darum habe ich mir eben gerade nochmal, um irgendwas erzählen zu können, die ganzen Item-Reaktionen mit den Objekten hier im Raum durchgelesen und muss sagen, ich bin ein wenig erschüttert. Lauft. Lauft weg! Das ist alles nur Unsinn. Alles nur Unsinn! Unsinn! Was hat das zu bedeuten? Okay, wir sehen uns mal an. Schaue an Fenster. Es ist einen Spalt weit offen. Nehmen. Wenn's doch nur so einfach wäre. Ist es? Ob's dabei ganz bleibt, ist die Frage. Hallo? Ist da jemand drin? Keine Antwort. Nein, hier ist niemand. Ich komme nicht mit der Hand durch den Spalt. Okay, ansehen, auf. Wie bekomme ich die jetzt auf?
Einfach aufbrechen, Edna, einfach aufbrechen. Ohne den Wagen nützt sie mir nichts. Das hast du Hallo? Nicht. Ist da jemand drin? Ich werte das als unentschiedenes Jein. Okay, benutze Tür. Zu. Immer dasselbe. Wie komme ich da nun wieder rein? Okay, Poloschläger mit... Fenster? Ich werde diese Tür zerschlagen. Ich werde... Tu es nicht. Es gibt immer eine kompliziertere Lösung. Du hast recht. Die arme Edna. Ja, mit dem Magneten im Telefonhörer kann ich den Türknopf hochziehen. Hurra! Jetzt müssen wir nur noch den Plastiktürknopf telekinetisch durch einen eisernen austauschen. Was? Mist. Ich dachte jetzt schon, hä, was ist denn jetzt? Hab ich's geschafft? Das ist kein Autoschlüssel. Aber ein Generalschlüssel. Der Schlüssel? Das ist kein Autoschlüssel. Aber kein Generalschlüssel. Tim Timini. Sowas lernt man aus dem Fernsehen und aus Computerspielen. Wie jetzt blub. Benutze. Und nun? Bis ich offen? Kann nicht fahren. Ich sollte mir Hilfe holen. Ernsthaft? Ich hatte es nur so vielleicht durch den Spalt durch oder so. Okay, ansehen. Rüstzeug im Kampf gegen die Antriebslosigkeit. Dann nehmen wir es mit. Wunderschön. Und dann nehmen wir gleich noch den damit. Und Lackdosen. Nicht zu wechseln mit Lackaffen. Bordeaux Metallic. Nehmen. Die sind zu nichts mehr zu gebrauchen. Warum das nicht? Rede mit Dosen. Ihr unnützen Lackaffen. Gut, dass ich gerade nicht dasselbe gesagt habe. Benutzen. Eingetrocknet und alt. Wie Dr. Marcel. Genau, das wollte ich auch gerade sagen. Naja, schön, gut. Raus. Ich benutze raus. Dann benutze raus. Benutze raus. Was haben wir denn hier eigentlich so? Nope, da fließt kein Strom in diesem Schlüssel. Strom. I'm suche Strom. Was mache ich nur mit Strom? Nichts Besonderes anscheinend. Gut, dann gehen wir mal hier lang. Hinters Haus. Schild. Ansehen. Wofür dieses P wohl steht? Pavian Popo. Dann muss das Dr. Marcells Limousine sein. Da hast du vollkommen recht. Nehme Schild. Dr. Marcel parkt da so dicht dran, dass ich nicht hinkomme. Ach so, rede mit Schild. Hä? Benutze Schild. Hier parkt schon wer. Okay, Boogie, was los? Ich hatte einfach gehofft, dass es dem Spieler genauso viel Spaß machen würde, Dr. Marcells Limousine zu zerstören wie mir. Ich erinnere mich noch, dass ich während des Zeichnens so richtig in einen Wahn geraten bin, halt irgendwie da noch eine Beule in die Seitentür zu klopfen und noch einen Scheinwerfer zu zertrümmern. Ja, das war schon befreiend. Außerdem gefällt mir die Figur des Chauffeurs sehr gut.